Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Yeah! Und die Musik ist auf meinen Ohren etwas laut, aber ich glaube, bei euch dürfte sie perfekt sein. Hallo, Bitch! Greedy as fuck. Oh, ist das vielleicht... Ich wollte gerade so mit dem Jetpack wieder losfliegen und hatte es gar nicht an. Wäre hier so fast die Prairie runtergefallen. Yay, yeah, ich flieg los! Und dann so... Super! Yeah! Wieso ist vor dem T jetzt ein J? Jod? Ah, nee, ich guck's gerade offensichtlich von der falschen Seite auf. Die Flagge auf, Flagge? Ja, hier oben ist eine Flagge drauf. What's happening? Ich hab's nicht verpasst, nee. Da steht TL. Und Tag Land. Tag. Ja, aber nur von der linken Seite, von hinten steht da JT. JT. Ja, für mich Jonas Tagland. Das ist der Bescheid. Ja, für Jan. Oder Yo Tagland. Yo. Tagland. Genau, yo, oder Juhu! Ja, wie Juhu-Tagland, ja! Juhu! Guck mal, wir können uns alle mit dem Yo-Tagland identifizieren. Warum haben wir das Projekt nicht direkt Yo-Tagland genommen? Toll, ey. Guck mal, da seht ihr, was die beiden da unten machen. Richtig interessant. Die so füllen spannend. Ihre Folge mit Action. Und ihr werdet gleich sehen, wie, oh, auch bei mir zum ersten Mal, weil bei mir das letzte, ich wollte gestern schon aufnehmen und es ist immer wieder abgestürzt. Wie ihr auf der Minimap nicht sehen könnt, weil meine Webcam davor ist. Warte, ich blende die mal kurz auf. Sehr slashed, Orga. So, hier. Guckt euch mal auf der Minimap an. Die Arena ist jetzt woanders, weil wie ihr sehen könnt, hier ist sie nicht mehr, aber dafür ist sie in die Richtung. Aber ich würde sagen, wir gucken wow, uns die Begeisterung ist so zäh. Zusammen mit Lissy an, die haben wir ja, nämlich ja, genau, weil dann, ich habe schon gesagt, dass ich dann so richtig drüber hate und so. Genau, sie hat sich schon darauf vorbereitet. Sie hat sich schon so Beleidigungslisten mental gesammelt. Ja. Shit, Scheiße. Ich habe mich das so richtig aggressiv gemacht, so ganz viele Hater-Kommentare unter meinen Videos gelesen, damit ich so richtig aggressiv werde und dann werde ich alle in die Pfanne hauen. Und dann rappe ich direkt mit, weil böse Bullies immer rappen. Und ich bin ja ein böser rappen immer. Das ist gut zu wissen. Du bist ein böses Curl. Curl. Böse Curls, böse Locke. Oh, ich guck mir mal an, was hier eigentlich alles steht, weil ich glaube, ich bin weg. LG Max. PS, love euch. PPS, Projekt Basupi. Gut. Tschüss. Da auch leichter bleiben können, wir das Projekt zu Supi machen. Ja. Das war wirklich dramatisch. Also auch Update an euch. Ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, gar nicht gesagt. Wir haben das doch schon mal erzählt, meine ich. Aber weiß ich nicht mehr. Ja, ne, fahrt jetzt einfach nochmal. Max ist vorerst nicht mehr im Projekt dabei, weil er andere Sachen zu tun hat und meinte, ja, er fokussiert sich jetzt auf was anderes. Was ist das eigentlich für eine Nummer? Ich mache sie jetzt mal weg. Die steht schon seit Ewigkeiten. Don't need them in my life. Hat auch was steht hier noch? Oder wie? Liebe für alle. Hä? Also Liz, nobody. Verstehe ich nicht. Nein, das habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich schon die ganze Zeit gesagt. Habt ihr gelitten? Ich ignoriere euch. Lul. Ich gehe am Samstag zu Gamescom. Das ist ja wohl voll unaktuell. Ich muss hier ganz viele neue Schilder hinschreiben. Voll hübsch. So, Pro-Tipo. Eigentlich wollte ich über ein paar Sachen reden, weil mir wurde wieder ein Thema vorgestellt. Und übrigens habe ich schon angefangen, eine Fanfiction von, ich weiß nicht die Zahl hinter dem Nickname, auf jeden Fall ist der Duwot, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird. Auf jeden Fall hat er angefangen, eine Fanfiction zu schreiben und die finde ich voll nice bis jetzt. Also, die ist echt gut geschrieben. Muss ich sagen, und die ist ziemlich lang, deswegen weiß ich nicht, ob ich die vielleicht mal so insgesamt vortrage, wenn sie sehr cool ist, oder ob ich das dann trotzdem in Tagline mache, auch wenn die sau lange ist, so über 4 Folgen hinweg oder so. So, YOLO! Und so. Aber jetzt zeige ich erstmal eine andere Sache. Ja, ja! Hashtag Tag Team. Was würdet ihr tun, wenn es dazu kommen würde, dass ihr eine Familie gründet? Und was hat das dann für Auswirkungen auf eure YouTube-Karriere? Ich habe erst TV-Karriere gelesen und ich dachte so, hä, wie TV-Karriere? Ja, weißt du nicht, ich bin Reality-Star. Ja. Keeping up with the headlines. So ist das. Ja, auf. For sure. Ja, wollt ihr erstmal inzonen? Ja, keine Ahnung. Also, Ancestors? Was willst du denn weitermachen? Das ist halt schwierig mit Familie und Kinder und so weiter, keine Ahnung. Sorry. Aber halt trotzdem irgendwie. Nee, also. Zwar würde es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, halt alles ein bisschen so, weiß ich nicht. Ich kann ja erstmal generell was dazu sagen. So Familienplänen überhaupt, ne?
Ja, eben, also ich würde, ich glaube nicht, dass ich Kinder haben wollen höre, weil ich haben wollen höre, vor allem haben wollen würde, aber natürlich kann sich das noch ändern, aber momentan bin ich so mega kontra Kinder, weil ich immer so denke, ja, ich eigentlich auch. Die Scheißbrut kann sich mal vergraben gehen. Also das ist natürlich was anderes, wenn es jetzt so ein eigenes Kind wäre, aber trotzdem glaube ich auch nicht, dass ich eine gute Mutter wäre, weil ich einfach nicht mit Kindern umgehen kann. Einfach so null. Und irgendwie denke ich mir dann so, ja, die hätten eigentlich was Besseres verdient, also. Na, ich weiß nicht, also ich bin immer genervt von Kindern. Wenn ich mit Kindern halt irgendwie zu tun habe, dann denke ich mir so, Obwohl Babylachen schon was sehr Süßes ist, ja, aber trotzdem will gut, ich dafür nicht extra. Also, Ich sag mal, es hat schon irgendwie Vorteile und ich denke auch, dass es dein Leben irgendwie bereichern würde und dass du andere Erfahrungen machst, als wenn du jetzt kein Kind hättest oder so. Und Babys sind halt auch süß, also ich würde jetzt nicht sagen, ich jetzt boah, hässliche Futze oder so. Nee, ich finde Babys irgendwie nicht süß. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Babys irgendwie nicht süß. Ich weiß nicht warum, aber ich finde sie nicht süß. Ich weiß nicht warum, aber sie sind nicht süß. Ich weiß nicht warum. Ja, so 30 Mal. Ich weiß nicht warum. Unsere Skywars-Aufnahme, das war so nervig, als ich das nachher in der Nachbearbeitung gehört habe. Jonas hat irgendwas erzählt über diese Tusse, die mit Noki im Team war, also bei Skywars. Und Noki meinte so, oh mein Gott, da geht's schnell woanders hin. Und die hat denselben Vornamen wie Jans Mutter. Und dann hat Jan 6 Mal hintereinander gesagt, oh, wie meine Mutter. So heißt meine Mutter. Oh, meine Mutter wird gemobbt. Oh, meine Mutter. Oh, meine Mutter. Oh, meine Mutter. Und ich denke mir einfach, Schata. Schata. Chantal. Ja, oh boy, ey. Da muss mal jemand seine Attention-Whore in sich zurückschrauben. Ja, vor allem richtig Mutterfixiert. Also ich glaube, der Jan hat schon ein Komplex mit also. Der Boy. Also das müssen wir jetzt erstmal psychologisch analysieren. Ja, ist schon so. Also daraus können sehr viele ernsthafte Probleme entstehen, lieber Jan. Ich bin schon voll gespannt, wie das ist, wenn wir am Ende... Ich muss mal die Ingame-Sounds runterdrehen, das ist ja laut ohne Ende. So, mir wurde nämlich immer gesagt, dass ich zu leise bin im Vergleich zu meinen Spielen, was auch stimmt. Ja, deswegen muss ich alles mal ein bisschen leiser drehen und ein bisschen lauter reden. Also hallo Leute und herzlich willkommen zu Retro Techland. Das sei nicht übersteuern, Jan. Stream doch einfach zur Begrüßung. Ja, genau. Stream, come on. Einfach streamen. Einfach an- und ausmachen. Und mein Ziel für diese Folge wird es sein, ein paar Bücherregale zu machen. Yeah. Nice, scheiß. Nicer, Dicer. Oder? Oh, die kenne ich. Dicer. War das nicht irgendeine scheiß Werbung von irgendwas, die immer auf... No. Slicer, Dicer oder so? Da gab es doch irgendwas. Ich kenne das wieder. Wenn ihr es kennt, schreibt es in die Kommentare. Don't know it at all! Don't know this tattoo! Oder so. Was denn für ein Tattoo? Ja, meinst, du meinst wohl Tatao. Oh, wie in Far Cry. Das war immer so bescheuert. Die nennen das einfach nur Tatao. Um so voll hipster zu sein. So, Omge, ich will nicht Tattoo sagen. Das ist so Mainstream. Ja, ist ich sage cool. Tatao. Das ist das einzig Coole. Du machst alles kaputt. Der macht alles kaputt. Ja, ein Bitch. Mann, nimm mich mein ganzes Zeug weg. Ich habe mir ein Ziel gesetzt und ich will es erreichen. Und ich werde es auch erreichen, ja. Auch wenn du deine Fotze vor meine Fresse stellst. Fotze, bitte? Was ist das hier für ein Sprachgebrauch? Hier schauen Kinder zu. Die Wörter zwar schon alle kennen, aber trotzdem. Ja. Die wahrscheinlich noch mehr Wörter kennen als wir wahrscheinlich. Jan, jetzt bring mal wieder. Jan, jetzt geh weg! Jetzt bring mal wieder! Ja, bitteschön. Leave me alone! Leave me alone! So, leave Britney alone! Leave Britney alone! Ganz altes Video. Wenn ihr das kennt, dann seid ihr alt. Ich dachte, okay, wenn du sagst, dann bist du cool und ich hab schon meine Pose gemacht, so. Yeah! Ich bin so cool und dann kommt so alt und ich mach so. Ah! Ich bin alt. Yeah! Sexy! Oh cool, ich bin jung! Ich kenn das Video nicht. Oha! Mein Gott, Jan, live! Was ist denn deine Geburt schiefgelaufen? Ist schon so! Aber eigentlich finde ich es ganz cool, endlich mal zu den älteren Leuten auf der jungen YouTube-Community zumindest zu gehören. Oh, ich weiß nämlich noch früher, als ich angefangen habe, da kamen immer alle Leute und die haben dann so gesagt, ich bin 16 und ich war immer so 13 oder so und das fand ich voll frustriert. Das war einfach nur frustriert. Ja, das war voll shitty. Lissi, da ist ein Fehler, du hast sonst zu viel abgebaut. Oh, komm auf deine VJJ klar, Jan. Ja, aber jetzt. So, und nicht rum. Und wir brauchen hier Treppen. Das geht nicht ohne Treppen. Da muss man andauernd springen. Und mit Jetpack ist das sau. Springen.
Ach, du bist auch scheiße. Ich springe, ich habe einfach tolle Boots. Ja, du bist auch scheiße. Ja, schön, interessiert keinen. Aber eigentlich ging es ja noch um was anderes, ne? Oh, haben wir so gut drüber geredet. Auf jeden Weg. Auf jeden Fall mit der Familienplanung und so. Also ich würde jetzt persönlich eigentlich nicht daran denken, Kinder zu kriegen. Ich glaube auch eher, dass ich so ein Businessmensch bin, der mehr Zeit in Karriere und sowas stecken würde, als jetzt irgendwie Kinder zu kriegen und die aufzuziehen. Ich glaube nicht, dass darin die Erfüllung meines Lebens steckt. Zumindest fürs Erste, weil ich meine, wir sind jetzt 17 und 19 und es ist noch ein bisschen und früh und 15. Gleich darüber nachzudenken, ob wir Kinder kriegen. Weil ich meine, viele Leute, die am Anfang noch sagen, nein, ich würde nie Kinder kriegen, kriegen dann mit 30 doch Leute, Kinder. Die dann so fett 10 Kinder kriegen. Ja, vor allem so 10 Linge. Ey, ich muss mir das fett. Video aufschreiben und irgendwann, wenn ich 40 bin, gucke ich mir das wieder an und dann gucke ich mir das mit 6 Kindern an und sag so, ey, ich hasse diese scheiß Kinder. Hättest doch auf mich gehört damals. Ja, ihr Teufelsbrot, schaut euch das Video an, dann seht ihr, was über euch denke. Ihr Pfiffers. Nette Omi. Die werden sich freuen. Ja, Omi mit 40 Jahren, genau. Ja, sure, du hast noch Zeit. Meine Oma war 18, als sie meine Mutter bekommen hat. Ich meine, wenn du jetzt anfängst. Ja, das war wirklich so. Ja, sure. Und dann früh auch anfangen. Ja, wirklich. Ja, ich weiß, das meine ich ja nicht. Ich meine gerade nur zu Jansen. So, hä, don't think so, are you stupid? What are you talking? Meine Mutter war 18! Meine Mutter war 18! Meine Mutter war 18! Meine Mutter ist nicht so! Meine Mutter ist mir so wichtig. Oh mein Gott, ich muss immer Dinge von meiner Mutter erzählen. Ich war mit der zusammen. Das ist so potenvoll, dann noch was so macht. LOL. Rufel. So, ich mach jetzt Büscher. Büscher! Büscher! Wie macht man die nochmal? Also Bücherregale. Also ich hab jetzt ein Buch. Du meinst Bücherregale? Ja, du brauchst 3 Bücher. Nein. Und dann? Und dann. Oben Bretter, unten Bretter. Okay! Dann hast du wunderschöne. Das vielleicht Bücherregale. Auch hässliche? Nein. Ja, die kannst du natürlich auch machen. Ja, wenn Lisa sie macht, dann sind wir eigentlich schon. Ja, Tata! Hallo, ihr seid voll die roten Bitches, Nigga. Die roten Bitches. Rote. Ja, aber du nicht. Ja, nö, bin ich. Nee, ist doch Lissy. Echt so, boah, ja. Ihre Eltern stimmen mir zu. Shit, aber. Wieso meine Eltern? Was schon tun, boah, ey, voll am Abkacken, die Stimme. That is not for real. Oh, jetzt habe ich ja mal so ein bisschen Terraform. Aber ja, jetzt zu diesem YouTube-Karriere-Ding. Also ich denke nicht, zum vierten Mal. Dass man sowas wirklich weitermacht, wenn man eine Familie hat. Zumal, wenn ich zum Beispiel eine Familie kriegen sollte, außer im Leben, dann wahrscheinlich auch erst, wenn ich irgendwie Mitte 30 bin oder so. Und dann glaube ich nicht, dass ich sowieso noch YouTube in der Form zumindest machen würde, wie ich es jetzt mache. Ja, also in der jetzigen Form nicht mehr, aber ich meine so Leute wie Glozell, die dann schon so Mitte 40 sind oder sowas. Ja, ich meine, aber die macht ja auch was anderes. Aber ich glaube nicht, dass ich Let's Plays in dieser Form so... Du machst einfach so Videos wie Glozell. Ja. Hello, is ya good, is ya okay, cause I want to know. Aber! Kennst du nicht, Glozell? Oh mein Gott. Ja, hallo, und die hat den Präsidenten interviewt. Muss man dann live right getten, würde ich mal sagen. Ja, ist echt so. Aber vor allem war Obama voll sympathisch bei dem Interview. Ganz anders als Angela Merkel da bei diesem Kackding mit LeFloid, ey. Das war voll für den Anuspopo. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, wo ich mein Bücherregal mit dem mit dem Schützen. Mit dem hinstelle. Ich glaube, ich mach das einfach in den Keller. Eisenbahn. Was für eine Eisenbahn? Ich wollte diese geilen Retro-Remix-Dings machen. Eisenbahn. Hab ich irgendwas verpasst? Ja, das war mein Livestream. Ja, ich glaube, du warst auch dabei. Doch, ich glaube, da war er noch dabei, weil ich glaube, da war er zur Hälfte da. Und jetzt haben wir ihn rausgeholt. Dann ist er zur Party gegangen, irgendwie. Nee, ich bin da nicht zu einer Party. Da bin ich da nicht in den Urlaub oder so? Nee, ich glaube, du bist da. Da bin ich wohl auf eine Party gegangen. Ja, kann schon sein. Eisenbahn! Kann ich ja nichts für, dass Jan noch nicht auf Partys geht. Boy. Ich gehe nächste Woche Freitag feiern. Wait, wohin? Was machst du?
Ja, in meinem super geilsten Dorf ever. Geil. Weil da geht die Party mega ab. Das ist das beste Dorf ever. Ja, aber hey, immerhin, der Marktplatz sieht ganz schön aus. Bester Vorteil ever. Und unser Haus, das verschönert. Ja, das ist echt schön. Dorf. Sieht zwar in den Videos gar nicht so aus. Ja, in den Videos sieht man es auch nicht. Ja, nee, aber das ist echt schöner, wenn man mal da ist. Kann ich sehr empfehlen, guckt alle mal vorbei. Ja, aber ich würde alle besuchen, steigt mich alle. Genau. Wir gerne. Ja, ist echt so. Aha. Nee, du wanted immer Tits. Da würde ich gerne auch nicht wollen. Nee, irgendwie nicht so. Warum sind die Schafe mit in dem Pool? Schafe! Du hast dich mal einsam gefühlt dumm, ohne mich. Hä? Du hast dich mal einsam gefühlt ohne mich. Hä? Wieso? Vor deinem Fenster. Hä? Nein. Das war ein Livestream. Was redest du? That was a lie. Okay. Hier kommen überall Spinnen rein. Überall Spinnen. Get used. Ach, stimmt, mir fällt gerade noch was ein, worüber ich eigentlich reden wollte, aber ich glaube, das ist jetzt mal wieder ein bisschen zu spät. LOL! Es ging nämlich um so einen Typ, der irgendwie voll fett und dumm ist. Was? Die Geschichte fängt schon perfekt an. Auf jeden Fall hat er gestern, also wenn das Video kommt, ist es halt ein paar Tage schon her, hat er gestreamt mit seiner Freundin oder so. Und der hat halt immer gesagt, der hat eine Freundin, weil der voll fett und hässlich ist und dumm. So nett. Schon, hat ihm das gar nicht oberflächlich oder so. Ja, aber ist halt so. That's life. Und ich habe gesagt, der ist dumm, das ist nicht oberflächlich. Das ja, ist ja. Das ist die wahre Erfassungsgabe. Auf jeden Fall hat ihm niemand geglaubt, dass er eine Freundin hat. Und dann wollte er die halt in so einem YouNow-Stream zeigen. YouNow, und dann waren die halt beide online und die war da und so. Und dann hatte die ernsthaft hatte einen Heiratsantrag gemacht. Obwohl die sich, nach dem, was ich gehört habe, erst 2,5 Monate kennen. Und der hat sie wahrscheinlich super. Nie getroffen. Und die ist bestimmt, keine Ahnung, die sieht so aus, als ob die 20 Jahre jünger wäre als der oder so. Und der ist halt fett und hässlich, ne? Und die ist halt nicht so hässlich, aber auch nicht so hübsch. Oha, das klingt mega eifersüchtig. So, die ist eh gar nicht so hübsch. Ich bin viel hübscher. Ja, weil ich den fett, geil, hässlichen Typ haben will. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Weil bei dem Stream, die Härte ist einfach, also die hat dann gesagt so, nee, also eher nicht so. Also die waren halt beide live. Und dann meinte die so... Ach so, die haben sich gar nicht live, also die war quasi im Stream? Ja, die waren beide also live auf YouNow. Okay, ich dachte, die wären zusammen auf YouNow live gewesen. Nee, das nicht. Also ich sag ja, ich glaube, die haben sich noch nie gesehen auch und so. Auf jeden Fall meinte sie dann so... Also in Wirklichkeit bist du der fetteste, hässlichste Typ, den ich jemals gesehen habe. Hat sie gesagt. Ja, und das ist doch voll die Härte, wenn die ihm irgendwie so, keine Ahnung, wie viele Monate sie so vorgespielt hat. Nein. Das ist im YouNow-Stream oder wie? Ja, ohne Scheiß. Was? Vor irgendwie 5000 Alter. Zuschauern oder so. Und dann kamen noch zwei Leute, die man nicht im Bild sehen konnte, die kamen da ins Bild reingesprungen, mir zu tröten. So, blöd! Oh nein! Und das ist voll asozial, richtige Scheiße! Tut mir irgendwie leid. Voll die dummen Bitches, da dachte ich mir so, oh mein Gott, hallo, what is life? Ich meine, es gibt halt auch dumme Menschen. Klingt aber irgendwie insgesamt vollgestellt. Auch so, dass das, also. Ich weiß nicht, also ich habe in der Alliance-Konfi, also in meiner Netzwerk. Da redet ihr so drüber, immer so, oh mein Gott, hast du schon zwei Videos gesehen? Ja! So ist das eben. Auf jeden Fall haben wir darüber geschrieben und einer meinte, der kennt diese komische Tusse und er meinte, dass sie eigentlich schon immer so komisch drauf gewesen wäre und eigentlich schon immer so eine Scheiße geleistet hätte, deswegen hätte er auch voll schnell den Kontakt mit der abgebrochen und so. Aber ja, keine Ahnung, also crazy. Ich denke schon, das ist real, weil der war nachher schon irgendwie so niedergeschlagen, der Typ, also der, dieser Drachenlord heißt der. Aber der hat einfach weiter gestreamt. Ich weiß nicht, ob der das wirklich dann so die ganze Zeit gemacht hat oder so. Ich habe nur ein Video dazu gesehen, das ging irgendwie 3 Minuten lang und so. Und dann haben die den halt verarscht und haben dann den Stream beendet. Und er hat den Stream dann weitergemacht. Und das war voll merkwürdig. Der hat dann so Soundgeräusche angemacht. Und das war irgendwie von so Gläsern, die auf den Boden fallen. Und da meinte der, das ist das Geräusch, wie mein Herz zerbricht. Und ich dachte, what the fuck? Also das klang irgendwie so, als ob der ein bisschen Fuse geiern wollen würde. Keine Ahnung, deswegen. Nein, das erinnert mich halt so ein bisschen an diese, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das war auch so ein Viral-Video von so einer Familie, die dann, wo der Mann aus der Toilette so ein bisschen Wasser rausgefischt hat, nachdem die Frau halt auf Toilette war und damit den Schwangerschaftstest geprüft hat, ob da halt irgendwie noch Hormone übrig sind, keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert, worüber sich die Leute dann auch drunter unterhalten haben, weil dann hat er halt dadurch rausgefunden, dass sie schwanger ist, und war dann voll so, oh mein Gott,
mein Gott. Und hat sie dann damit überrascht, so nach dem Motto, ja, du bist schwanger. Und sie so, nein, du verarschst mich, der ist aus dem Internet und so. Und dann haben die halt dadurch total viele Views bekommen. Also es wurde ein richtig berühmtes Video. Und irgendwie so 16 oder, keine Ahnung, mehrere Millionen Views auf jeden Fall. Und dann, zwei Tage später, haben sie ein Video hochgeladen, wo sie das Baby verloren hat. Und dann haben sie jetzt rumgeweint, so, oh nein, es hat sich so schlimm angefühlt, wie ich das verloren habe, ist einfach rausgeflutscht und so, haben halt eine halbe Stunde drüber geweint und so. Und danach bei den Videos meinten sie also, ja, danke für den Support und sowas. Und auch noch so, was voll creepy ist, so, ja, Gott ist auf unserer Seite und wir wollen, dass Gott euch alle begleitet. Und dann dachte ich gleich schon so, oh, okay. Wie auf der Gamescom, diese Leute, ja, die so die Bibel angepriesen haben, so, hier ist die Bibel, folgt der Schrift der Bibel. Und wir so, okay. Ja. Bye. ja, und dann haben halt total viele Leute darüber diskutiert, ob das jetzt wahr war oder nicht. Also, ob sie das quasi einfach nur gemacht haben, um Views zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, in der heutigen Zeit kann man sowas nie mehr vertrauen. Ich schaue mir so viele Vines an auf Tumblr und sowas und denke dann immer so, das sieht alles voll unecht aus und das ist bestimmt gefaked und sowas. Und das ist voll schwer in der heutigen Zeit, da überhaupt noch irgendwas ernst zu nehmen. Ja, das ist schon echt schwer. Aber auf jeden Fall fand ich es eine krasse Aktion. Also, wenn das wirklich real ist und das so basic bitches sind, dann ist es schon echt krass heftig, dass es solche bösen Menschen gibt. Vor allem gibt es einfach keinen Grund, sowas zu machen. Die kratzen sich vielleicht ein bisschen Fame ab, aber im Endeffekt. Ja, das ist wie die Leute auf 4chan. Ich weiß nicht, ob du das sehen, wie asozial und scheiße. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt immer wieder auf Tumblr so Panikdinger, wo die dann also sagen: Oh mein Gott, ihr müsst alle aufpassen. 4chan hat so eine Evil-Aktion geplant, wo die dann ernsthaft Events planen, nach dem Motto: Ja, die Tumblr-Leute sind alle psychisch instabil und wir verarschen die jetzt mal alle. Und, ist doch bei vielen so. Ja, aber trotzdem, die sagen dann halt, also egal, ob das jetzt so ist oder nicht, die sagen dann halt, ja, bei allen Leuten, die dann irgendwie so Blogs haben, wo sie drauf zeigen, dass sie irgendwie depressiv sind oder sowas, denen schreiben wir Asks, dass sie sich umbringen sollen und sowas. Und dann machen da echt Leute in großen Zahlen mit und schreiben denen in die Asks-Box irgendwelche Sachen, die sie in ihrer Depression halt noch weiter instabilisieren. Nette Menschen, super nett. Auf jeden Fall. Ist aber echt krass, was es für böse Menschen gibt. Vor allem, weil die einfach so gar nichts davon haben. Manchmal ist Boshaftigkeit einfach so sinnlos. Wenn man einen Profit daraus zieht, dann könnte ich es vielleicht doch irgendwie nachvollziehen, wenn man sowas macht. Aber dass man es einfach nur aus Boshaftigkeit macht und gar nichts davon hat, dann... Ich meine, es beides ist natürlich asozial, aber das andere hat ja wenigstens irgendwie einen Grund. Und das andere ist halt einfach nur grundlos, um Menschen zu verletzen. Das verstehe ich einfach absolut. Deswegen gibt es auch einen Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Ja. Also für die Leute, die es nicht wissen, es gibt einen Unterschied, wenn man Leute aus niederen Beweggründen umbringt, beziehungsweise keinen Beweggründen, oder wenn man es halt macht, weil man oder wenn es aus dem Affekt triftigen Grund war oder sowas. Ja, entweder Affekt oder halt man sagt, ja, der hat keine Ahnung, meine Frau umgebracht und dann habe ich ihn eine Woche später. Nee, Rache ist eigentlich auch ein niederer Beweggrund. Auf jeden Fall gibt es da Unterschiede. Die Welt ist ein dunkler Ort und bringt bitte keine Leute um. So, das war's jetzt von meinen Videos. Das sind schon 22 Minuten. ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei mir genauso. Also, danke, dass ihr dabei wart. Adieu.